Willkommen zurück zu Legend of Zelda, The Minish Cap. Kann das irgendwie sein, dass wir hier in diesem Haus noch nie waren? Jetzt mal ohne Witz. Der möchte tauschen. Hallo, ein Gast. Welche Ehre. Wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ich weiß alles. Wie, du willst in den Tempel, den man vom See aus sieht? Es gibt einen Minish, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er heißt Lexstar und lebt in der Bücherei in der Stadt. Die Bücherei müsst ihr bald aufmachen. Geh doch mal hin. Und jetzt erst ist die Bücherei auf. Sonst stand der ganze Zeit so ein alter Mann vor. Und erst jetzt können wir weiter. Ah ja, und wir können tauschen. Das machen wir natürlich auch nochmal. Nein. Ja. Ja, ich bin so oft an ihm vorbeigerannt. Ich war mir sehr sicher, ich habe schon mal mit ihm geredet. Scheinbar nicht. Warte, da kommen wir sogar hin, oder? Da können wir sogar hin. Yay! Ja, dann machen wir das doch als nächstes, oder? Achso, ich muss jetzt mal wieder groß werden. Erst dann kann ich die Vögelein rufen. Ich glaube, am schnellsten geht das von hier aus, oder? Egal, wir sehen uns einfach gleich, wenn ich da bin. Ah, okay, ich bin da. Was gibt's hier Schönes? Ein Herzteil. Ja, okay. Nichts Heftiges. Das, was man so erwarten kann. Doch, jetzt können wir endlich weiterkommen in dem Spiel. Denn das ist super wichtig, dass wir hier in die Bibliothek können. In die Bücherei. Ich bin für die Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Okay. Hallo, ich habe Probleme. Ach, du bist ein Mike, oder? Alberichs Enkelkind. Seh dich in Ruhe um. Okay. Schön. Was? Na, wollte ich gar nicht. Leg das mal weg. Brauchen wir nicht. Bestseller der Saison. Auf Platz 3, die unendliche Geschichte von Hyrule. Auf Platz 2, Prinzessin Zeldas Tagebuch. Auf Platz 1, Vati der Schreckliche. Warte. Zeldas Tagebuch wurde geklaut und dann veröffentlicht? Oha, die Arme. Das arme Girl. Oh Gott, die tut mir leid. Ach, da bist du ja. Welches Buch leihe ich mir nur heute aus? Oh nein, bitte bleib nicht wieder vor der Tür stehen. Bitte tu das nicht. Bitte nein, tu das nicht. Okay, schau mal hier. Das ist ein Fleckmann. Das ist ein Fleckmann. Leider mach ich jetzt kaputt. Für ein bisschen Cash. Und auch nichts. Ich hab's umsonst gekühlt. Das ist das Einzige, was mir nichts bringt. Oh Mann. Oh nein, das arme Fleckmann. Ich hätte das am Leben lassen können. Egal. Was soll's? Was ist denn hier passiert? Wo schreit ihr mich so an? Gah, die Bücher bewegen sich ganz voneinander, aber das stoppt mir keiner. Aber tauschen tue ich gerne. Ja, tauschen tun sie immer gerne, ne? Ups, zu schnell. Der Vater Orko. Ich hab leider nichts für dich. Ich hab keine Grünen mehr. Sorry, Mann. Das heißt nicht, Mann. Was krieg ich hier hin, wenn ich klein bin? Apropos klein sein. Das wollte ich nicht. Dann machen wir uns doch einfach mal klein. Ding. So, gehen wir einfach hier rein. Und dann klettern wir hier hoch. Ja, oh, die Minish. Natürlich ist diese Ecke kaputt. Wunderbar, passend. Das ist orange, ne? Hey, na sowas, die Bücher wurden verliehen. Und nun kommen wir nicht mehr zurück zum Lexstar, dem Ältesten. Ob der Älteste allein mehr kommt, oh je, ich mache mir Sorgen. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, was die Bücher hatten, so die hier waren und so, ne? Jetzt sind wir völlig hilflos, Mann. Okay, denen fehlt ein Buch, was Klammern hat an den Ecken, an den Seiten. Es gibt wirklich solche Bücher, also. Es ist halt nur lustig, dass sie das so dargestellt haben, dass man das so hochklettern kann. War eigentlich, glaube ich, nicht, dass das so funktioniert, aber egal. Die Bücher, auf denen man hochklettern könnte, sind alle verliehen. So kannst du Lexstars Abenteuergeschichte nicht hören. Schade, Mann, ey. Ach, Jungs. Euch helfe ich gleich. Ich frag gleich nach dem Buch, okay? Ist gut? Ja. Bevor ich das aber mache, kann ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Hier könnte man theoretisch rein, wenn ich schwimmen könnte. Das ist ein Minish? Habe ich schon mal mit ihm geredet? Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Oh, mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht rauf. Doof. Okay, warte, helfen wir ihm erstmal. Vielleicht müssen wir das auch erstmal tun. Erstmal dem Typen helfen, das Buch da wieder zurückzulegen. Und dann kommen wir vielleicht weiter.
Finden wir es doch raus. Du hast doch Probleme gehabt, ne? Hast du gesagt? Willkommen. Wie? Die Bücher aus dem Regal im ersten Stock? Das, wo drei Bücher fehlen? Das ist ja das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen worden und werden einfach nicht zurückgegeben. Das Bilderlexikon der Tierwelt zum Beispiel. Das hat... Genau! Das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie auch. Ja, auch nicht. Achso, das darf sie aber auch. Ne? Sie darf ja ausleihen, was sie will, aber sie muss natürlich auch wieder rechtzeitig zurückbringen. Ja, und die Stadt macht nichts, weil der König macht irgendwie rein gar nichts dagegen. Ja, der König ist sowieso gerade seltsam drauf. Okay. Eine Katzenliebhaberin. Jetzt ist dann nur die Frage, wer ist damit gemeint? Wahrscheinlich irgendwer hier in einem Haus, oder? Safe, irgendwer in einem Haus. Nun muss ich jetzt jedes einzelne Haus nochmal absuchen. Hör, was? Der hat neue Sachen. Der hat einen Köcher. Was macht denn der? Freiköcher kostet 600 Rubine, damit kannst du viele Teile tragen. Ja, ob sich das lohnt? Ich kann ja schon 30 tragen. Weiß ich nicht. Ja, ich guck mich mal um, wer von denen alles hier Katzen hat. Hä? Die beiden haben sich ja jetzt getroffen. Wie, das große Bücherei? Bilderlexikon der Tierwelt? Ja, ich habe das ausgeliehen. Bist du extra deswegen hier? Das ist aber nett. Kannst du es für mich einmal aus meinem Haus holen? Ich kann jetzt eben nicht weg, ich habe ein Date. Oh. Der König benimmt sich merkwürdig. Ah, du willst nicht über dein Date reden. Ja, okay. Sorry, ich wollte nicht stören. Ich wünsche euch noch viel Spaß. So. Liegt es hier? Liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan. Hey, na nun, seht doch mal, Mike. Oh, das Buch liegt auf dem Bücherregal. Ja, wie kommen wir da nur ran? Von hier aus ist es unerreichbar, eine Leiter gibt es auch nicht. Hm, es liegt auch so weit hinten, dass es nicht ist, am Regal zu rütteln. Was sollen wir nur tun? Wie, meinst du nicht, dass das hilft? Nein? Nee, das möchte ich nicht. Zurückschieben können wir das auch nicht mehr. Wenn wir klein sind, können wir da vielleicht drankommen. Ich probiere es mal aus. Ding! Ne, einfach kleiner werden. Ich komme in ihr Haus nicht rein. Ich muss von oben reinkommen. Aber ich komme oben nicht durch. Weil... Das geht nicht. Also, ich habe das ja letztes Mal schon herausgefunden, dass man da hoch kann. Nur ist halt das Problem, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich das hier wegbekomme. Ich verstehe das nicht. Ja, kannst du nicht aus meinem Haus holen? Ja, ich würde da gerne in dein Haus reinkommen wollen, aber... Wie mache ich denn das weg? Wie mache ich das weg? Pass auf, die Handschuhe sind die Lösung. Nö. Was hier? Nein. Hä? Eigentlich wäre es dann doch logisch, das hier rauszuziehen, das Feuer, oder? Das wäre für mich die logischste Lösung. Aber nein. Das funktioniert nicht. Kann ich mich... Wie soll ich denn sonst da reinkommen? Das ist die einzige Art und Weise, wie ich da reinkomme. Halte mich ruhig für dumm, aber das muss ich wirklich nachschauen. Erstmal brauche ich eine leere Flasche. Nehme Wasser mit und dann können wir mit dem Wasser das wegmachen. Ja. Ja, hat funktioniert. Wunderbar. Kleiner lila. Oh, warte, ich will nochmal zurück. Die Animationen sehen dafür. Jetzt, wo wir lila das Outfit haben. Das sieht ja cool aus, weil Ezelo ist jetzt auch lila. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch ein rotes Outfit haben und ein blaues Outfit. Ändert sich nicht groß. Aber jetzt kommen wir endlich hier durch. In das Haus rein. Wo sind wir? Achso, hier sind wir, habe ich gar nicht gesehen. Ah, die Katze dort schaut uns an. Der hat sicher nichts Gutes im Sinn. Meinst du? Die ist doch nett. Na, Kitty, Kitty. Miau, probieren wir es aus. Wir tauschen, wir einfach nur... Ich kann nicht, sorry, Miet. Boah, das ist gemein, ey. Sorry. Boah, das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren groß. Ach, die Katze hat doch nichts gemacht. Und jetzt? Ah, runterschieben. Wunderbar. Jetzt haben wir es eigentlich schon, aber jetzt müssen wir nochmal zurückkehren. Gut, so lang ist es jetzt ja auch nicht, aber...
Keine Ahnung. Verdammt, die wollen alle so ein grünes Fragment haben. Habe ich aber leider nicht, Mann. Das ist doof. Effekt leider weg. Aber kein Problem. Zum einen haben wir nämlich nur noch das Bild, das Buch, das Bilderbuch, genau. Zum einen haben wir das und zum anderen können wir hier drüben bei der guten alten Dame ein weiteres Talisman mitnehmen. Oder einen weiteren Talisman. Ach, ihr wisst, was ich meine, Mann. Deutsch, schwere Sprache, ihr kennt das. Typisch. Okay, wir haben das Buch und können nun aushelfen. Können es wieder zurückstellen. Wo? Ach so, dafür muss ich nach oben. Habe ich vergessen, ja. Es sind so viele NPCs, die mir im Weg stehen, da vergisst man das manchmal. Ja, dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schon ewig ausgeliehen. Ah ja, Mike, du hast es mir zurückgebracht? Ach, danke, eine große Hilfe bist du. Ach, du bist wirklich sehr, sehr nett. Warte mal, gibt es noch mehr Bücher? Nein, oder? Als nächstes wäre das nächste Buch. Genau, die Legende der Minish. Ist auch schon lange überfällig. Hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt und der wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Okay, zumindest sagt die mir, wo das ist. In der Nähe der Mühle am Bach. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier unten meint irgendwo. Wo könnte es sein? Der hier? Nee. Hier drin meint sie auch nicht irgendwen. Nee. Warte, das ist ja noch die Mühle, ne? Was? Was hat er gesagt? Der Hund soll das Forst suchen. Ich finde es einfach nicht. Ah ja, du vielleicht? Was ist? Hm? Das Buch von der Bücherei? Oh, pardon! Gut, da kommen sie doch rein. Ja, ja. Da. Wenn die Polizei vor der Tür steht, lässt er einen natürlich endlich mal rein, ne? Kumpel, wie siehst du überhaupt aus? Ich bin Blam, der Minish-Forscher. Oh, sein Auge. Du meinst die Legende der Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Es muss ja irgendwo noch sein. Vielleicht kannst du es ja für mich suchen. Du bist ein kleines Kind. Du kannst doch viel machen. Ich hab zu tun. Meine Güte. Ja, das können wir definitiv tun. Oh nein, habe ich das jetzt falsch gemacht? Oh nein. Oh oh. Oder kann ich das doch nochmal schieben? Verdammt, ich muss da durch. Nein, das war schlecht. Das hätte ich doch nicht gleich machen können, merke ich gerade. Oh, ich kann den Kamin vielleicht ausmachen mit Wasser. Habe ich gerade neues Wasser geholt, ne? Nicht neues Wasser, neues Talisman. Egal, den können wir uns ja immer wiederholen, kostenlos, stört ja nicht. So, machen wir das hier aus. Ja. Und dann können wir uns schnell verwandeln. Ja, heute ist eine Bücherreisuche. Nicht Bücherei, ist eine Büchersuche. Sagen wir es einfach so. Heute ist eine Büchersuche. Jetzt können wir endlich in das Haus rein. Holen sie in seinen Kamin, steigen, auf sein Haus klettern. Und von hier aus können wir zum einen erstmal hier rein. Hier waren wir noch nie drin, aber hier gibt es auch nichts. Also noch nicht. Wir können hier rein. Hallo Minish. Ja, du willst unbedingt nicht hier durch? Dann wünsche ich dir noch viel Glück. Pass auf dich auf, Mann. Danke, Kumpel. Hä? Ja, ja, toll, hier gibt's aber nichts. Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden, Kumpel. Hm? Okay. Nee. Warte mal, ich gehe nochmal zurück in das Haus. Da gab es da einen blauen Minish, der gesagt hat, was man machen muss. Der hat einem extra den Weg erzählt, deshalb gehe ich nochmal zu dem zurück. Ja, der hier. Okay, über den reißenden Strom für eine schmale Brücke. Nee, das ist irgendwas anderes. Die wir mindestens riesige Dinge schieben können. Ja, von diesem Haus aus losgehen. Was? Was meint denn der? Das Einzige, was mir einfallen würde, ist halt hier die Brücke. Was er die Brücke hier meint. Das hilft doch nicht. Hm? Oder? Nee, das hatten wir doch schon alles. Das hatten wir doch schon alles. Nee, Mann. Gibt es nichts Neues? Oh, hier ist ein Minish. Ist sowas für mich? Ich hätte auch keine Figuren, aber wir sind so groß für uns Minish. Ja, nichts zu sagen. Nichts Wichtiges.
Ja, da mache ich auch keine kleinen Mini-Figuren. Keine Ahnung. Hä, aber das muss der richtige Weg sein. Es muss hier weitergehen eigentlich. Weil ihr seht, wenn ich hier oben lang gehe. Leider weiß ich nicht, wie ich das verschieben soll. Auch wenn ich groß bin. Komme ich hier durch die Rillen nicht durch, um das zu verschieben. Oder? Nein. Nee, eigentlich nicht. Warte, ich versuche erstmal nochmal hier oben. Wo könnte es weitergehen? Hier natürlich nicht. Hier geht's raus zum Abenteuer. Toll. In dem Haus sind wir dann auch stuck. Nein, warte, sind wir nicht. Warte mal. Ich habe was gesehen. Hier am Rande. Aha, schaut mal hier. Man kann hier lang. Yeah, neuer Ort. Oh, ich schaff's nicht. Ich kann nicht vorwärts. Oh. Oh, warte, wir können hier rein. Zu den Kätzchen. Können wir rein. Hallöchen, liebe Kätzchen. Aua. Ey, töte da einen. Die wollen gar nicht tauschen. Die sind einfach nur böse. Aber hey, immerhin. Neuer Ort. Wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Da wollen wir beide uns doch gleich mal diesen Schatz der Minisch holen. Die sind ganz kleine Würmer, kleine Schnecken, das sind Schnecken. Schnecken, aber die sind böse. Bösen kleinen Schnecken, ey. Das ist aber super winzig, ne, wenn du mal drüber nachdenkst, wie klein die eigentlich sein müssten. Da ist ein Herzteil, alright. Wieder Bakterien, das Dr. Mario. Schwinde mal bitte, dankeschön. Hört sie mich an? Aua, oder auch nicht? Toll. Eine Fee. Mit dem Zauberstab, mit dem Wirbelstab kommen wir hier hoch. Oh, hier gibt's einen Kampf. Gegen ein paar Gegner. Aua. Na komm, ich krieg easy klein. Hier wollt ihr ein paar Pfeile? Ich glaub, die wollen lieber Bomben. Ups, ich wollte jetzt nicht zwar auf einmal hinlegen. Egal, was soll's. Komm, boom, einer weg. Nächste weg. Die waren beide auf einem. Da waren zwei auf einem gesteckt. Okay, und als Belohnung bekommen wir ein Kraftarmband. Kleiner Mann, große Kraft. Es kommt nicht auf die Größe an. Yay. Warte mal, was macht denn das jetzt überhaupt? Kraftarmband. Okay. Kletterring? Kraftarmband? Wir haben so Ringe jetzt. Also, mehr Ringe jetzt. Was macht denn das? Also, Link steht auf jeden Fall auf Ringe, finde ich cool, aber... Was können wir damit anstellen? Hier in der Höhle auf jeden Fall nichts. Aber irgendwo kommen wir damit bestimmt jetzt weiter. Aua! Was soll denn das? Was ist ein Problem, Mann? Wo ist das eigentlich als Abkürzung? Keine Ahnung. Können doch hier noch kurz... umschauen. Ne, mehr gibt's hier nicht. Nope. Ich glaube, die Kiste hier macht auch nichts. Wird uns auch nicht irgendwo helfen. Nee. Alright. Wir haben zumindest ein neues Item bekommen. Ein Kraftarmband. So zwei Ringe. Cool. Bestimmt hilft uns das irgendwie irgendwo weiter. Ich weiß nur leider noch nicht. Wo? Weißt du es noch nicht? Oh, vielleicht können wir jetzt damit die Regale verschieben. Vielleicht sind wir dadurch stark genug. Das könnte doch sein. Vielleicht sind wir dadurch stark genug, um die Regale zu verschieben, oder? Ich probiere es auf jeden Fall mal direkt aus. Aber äußerlich hat Link leider keine Veränderung gemacht. Bisschen schade, aber na gut. Lass mal sehen. Kann ich das jetzt weiterschieben? Nee. Keine Ahnung, was das jetzt hilft. Vorhin fiel plötzlich ein Buch von der Decke. Mir ist vor Schreck fast das Herz stehen geblieben. Hm? Was? Ich kann mit den Dingern nichts anfangen. Was machen die? Da steht ja nicht mal eine Beschreibung. Scheint ja einfach nur ein Witz. Scheint ja einfach nur große Kraft. Warte, kleiner Link hat er gesagt, ne? Die Armbänder haben gesagt, kleiner Link, große Kraft. Was heißt das wahrscheinlich dann, dass ich mit Minish Link irgendwas verschieben kann jetzt? Ach so, ja, da oben die Box. Die konnte ich verschieben jetzt. What?
der normale Link kann so ein Regal nur ganz schwer verschieben, aber der kleine Link, der kriegt das jetzt easy hin. Ich hinterfrag's nicht. Es funktioniert. Na gut. Krass. Was also Ringe mit einem machen können. Können einen stärker machen. Ja, okay, und was will ich jetzt hier? Das sind verschiedene Bücher. Die Menschen, die sind so interessant, Mann. Blöm, der unter uns wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Ist es nicht das Buch, was wir brauchen hier? Hier ist es staubig, wir müssen mal sauber machen. Soll ich euch jetzt helfen, mir sauber zu machen, oder was? Hier ist das Buch! Hey, Kumpel, pass auf! Aha, so, puh, ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine zu zweit. Ah, mein Bruder ist so in seinem Buch vertieft, der hilft mir auch nicht. Und noch einmal! Ich dir helfen hier. Wupp, 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 wupp. Da komm! Kannst du irgendwie runterfallen? Wo muss ich den Typen holen? Mein Bruder ist in so einem Buch vertieft, der hilft mir nicht. Das heißt doch dann, dass du den Bruder hier meinst. So, so, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Nee, der hilft nicht. Der hilft ja wirklich nicht. Du, hilfst du? Der sagt nur sauber machen. Ich meine, ich kann dir helfen. Vielleicht ist das ja Rätsellösung. Oh! Ja, ist es definitiv. Ich weiß auch schon direkt, wie es weitergeht. Denn zwei Links sind schwer genug. Oh. Falsch rum. Ja, sorry. Habe ich ja nicht auswendig im Kopf, wie rum es sein muss. Zwei Links sind stärker als einer. Somit können wir mit beiden Links das wahrscheinlich zum Runterfallen bringen, oder? Zum Krachen? Na komm. Ah! Hat geklappt. Wunderbar! Ja. Nice! Dann werden wir beim nächsten Mal dem Typen sein eigenes Buch wieder zurückbringen. Vielleicht noch ein drittes Buch, wenn es sein muss, zurückbringen. Und endlich den Minish dort helfen, zum Ältesten zu gelangen. Seid dabei, wenn es weitergeht.